Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Again, das zweite Mal. Das letzte Mal, wo du hier warst, ging es um Frauenpower. Genau. Und mit Frauenpower und mit vollem Elan bist du immer noch dabei im Bereich Make-up-Artist. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja. Befasst du dich mit diesen Instagram-Make-up-Artist-Leuten und Ladies und den Damen eigentlich? Ja, ich schaue mir das natürlich auch an, was sie ja so selber zaubern, und bilde mir meine eigene Meinung dazu. Liege ich mit meiner Meinung ungefähr so auf Augenhöhe zu deiner Meinung? Ja, ich finde auch, dass viele Instagrammer sich zwar selber schminken können, aber wenn ich denen ein Modell hinstellen würde, würden die es nicht hinbekommen. Hm. Also das kann man ganz gut sehen. Ich habe bei einer Show mitgemacht und da haben wir die Mädels mal auf die Probe gestellt. Zu der Show kommen wir gleich, denn du warst ja Jurorin bei Let's Glow. Genau. Make-up Challenge. Aber zuvor, jetzt mal bitte die Definition Make-up Artist. Ich möchte wissen, weil wenn ich Make-up Artist höre, ich kenne dich ja, ich kenne Herrn Entrup. Man kennt diese Persönlichkeiten und man hört immer, ja, Make-up Artist. Vielleicht sollten wir unseren Zuschauern mal erklären, was bedeutet eigentlich Make-up Artist, also dieses Wort, dieser Titel. Ein Make-up-Artist muss auch wirklich alle Hauttypen, Hauttöne, alle Variationen schminken können. Sich wirklich mit Hautanalyse beschäftigen, welches Make-up kann ich auf welche Haut packen? Wie bleibt das Make-up auch haftbar, haltbar über den ganzen Tag? Was passt zu den Typen, dass sie nicht aussieht wie ein Clown? Deswegen habe ich mit meiner Schule, weil ich unterrichte auch in einer Make-up-Schule und habe meine eigenen Schüler auch, und da haben wir die Handwerkskammer dazu genommen und gesagt, so, wir machen Handwerkskammerprüfung richtig offiziell, dass auch jeder Make-up-Artist so ein bisschen geschützter ist. Weil viele machen so einen 1-2-Wochen-Kurs und dann denken, ja, ich bin Make-up-Artist. Aber genau. Schick mal die Dame dann los, zum Beispiel irgendwo im Fernsehsender oder auf irgendeine Show zu schminken. Das endet immer in Chaos. Make-up-Artist bedeutet also eher, also Gesicht, richtig? Also Farben, genau. Lippen, also alles, was damit zu tun hat, dass alles so harmonisch rüberkommt und wirkt. Genau, also dass die Frau einfach nicht übertrieben geschminkt wird, dass es trotzdem immer noch natürlich bleibt. Das ist auch die Kunst, weil einfach draufhauen, das kann jeder. Und da ist die Kunst, wie sieht es am besten aus, dass die Haut trotzdem noch gesund, frisch aussieht, nicht zugekleistert, dass die Frau einfach verschönert wird und nicht verschlimmert. Dann gibt's doch mal, ich habe mal gelesen, es gibt auch unterschiedliche Phasen vom Make-up. Ja? Also Beispiel, es gibt das Make-up für Night Out, ja? Unterwegs sein, abends weggehen. Richtig. So, ich behaupte mal, so sollte man nicht morgens in den Supermarkt gehen. Ich meine, kann man. Genau. Man ist frei, man kann's, aber sollte man nicht. Ja, sind das so Sachen? Ja, wir haben über 9 Monate geht die Schulung und da nehmen wir Farblehre, Farbtypen, was passt zu der Haut, überhaupt den richtigen Farbton zu finden. Das machen schon viele falsch, wo die dann so dicke Ränder haben und sagen, das war nicht so gut. Und es gibt natürlich, wie du sagst, ein Tages-Make-up, ein Abend-Make-up, ein Bühnen-Make-up und ein Fernseh-Make-up. Das sind alles Sachen, die man im Hintergrund wirklich als Make-up-Artist wissen muss. Muss ich dann HD-Puder benutzen? Bei der Braut, beim Fernsehen, welches Make-up nehme ich gerade zu diesem Anlass? Wie lange geht so eine Ausbildung? Ist das eine klassische Ausbildung? Also vielleicht als Rat für die jungen Damen da draußen, die ja wirklich sagen, okay, ich will Make-up-Artist werden, dann bitte, mach eine Ausbildung. Ja, am besten würde ich immer mit einer Friseurausbildung, weil mittlerweile die Make-up-Artisten müssen auch top in den Haaren sein. Mhm. Also würde ich immer erstmal eine Friseurausbildung empfehlen und dann im Anschluss die Make-up-Schulung machen. Ach doch, 2 Runden am quasi. Besten aufbauen, ja. Weil die Mädels fangen auch sehr früh an und die müssen sich da auch ein bisschen entwickeln und in den Haaren auch fit sein. Man kann es natürlich auch splitten, wenn man schon vorher irgendwie eine andere Ausbildung hatte und keine Lust hat, jetzt nochmal 3 Jahre Friseur zu machen. Kann man auch Friseurschulungen machen, die gehen auch über 1 Jahr. Und dann gibt es noch den Make-up-Artist dann on top dazu. Das kann man natürlich auch verkürzen, wenn man da nicht mehr so viel Lust hat. Ja, das wollte ich sagen, weil wenn du Friseurausbildung machst, dauert das 3 Jahre, vielleicht gekürzt 2,5. Genau. Und dann die Make-up-Schule, wie lange geht sowas normalerweise? Ja, 1 Jahr. Ein Jahr, okay, das ist ja schon eine sehr lange schon, Zeit. Schon lange Zeit, ja. Und du hast das ja alles hinter dir? Ja, genau, ich habe alles hinter mir. Ich habe sogar noch Kosmetologie dann gelernt. Entschuldigung, was hast du gelernt? Also Kosmetik. Kosmetologie.
Süß. Ja. Klingt voll süß. Kosmetologie, ja. Ja, weil es wirklich auch sich mit der Haut da man sich befassen kann. Wie ist die Haut jetzt fettig? Muss ich da eher das Make-up? Aber das ist auch ein gutes Basiswissen. Das kann man auch aber in der Abendschule machen, wenn man das nur als Make-up-Artist, als Hintergrundwissen haben möchte. Ich habe mal in einem Interview gelesen, deshalb habe ich das eingangs auch erwähnt und beziehungsweise kurz angeschnitten. Deine Mama hat dich für bekloppt erklärt. Ja, richtig. Weil du gesagt hast, du willst Make-up-Artist werden. Ja. Warum hat sie dich für bekloppt erklärt? Ihr Kind lernt erstmal was Vernünftiges, damit kannst du keine Brötchen verdienen. Das war ihre Aussage, die brennt sich noch immer in meinen Kopf. Und ich dachte, dir werde ich es beweisen und ich werde irgendwann die Promis schminken. Ich gebe einfach Gas da drin. Viele Mädels sind einfach zu jung, die starten sehr jung als Make-up-Artist. Und haben nicht mehr den Biss dazu, sich als Selbstständige da überall an den Tür zu klopfen und zu sagen, hey, hier bin ich. Es ist eine schwierige Branche, bei den Kunden da ranzukommen, weil viele Moderatoren ja schon ihre Eigenschaften haben und da man ziemlich fit sein muss und ein Profi sein muss, sonst lassen die einen nicht dran. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man den Beruf gut ausüben kann. Ich glaube, Empathie. Genau. Das Ganze drumherum, man muss alles erfüllen. Sensibel dran gehen. Was ist das für ein Typ? Kann ich das gerade, weil viele sagen ja, leg mal los. Und dann muss ich schon so ein Gefühl haben, wie ist der Typ? Würden ihr jetzt rote Lippen, würde sie das selber mögen? Es würde ihr vielleicht stehen, aber sie ist gar nicht so der auffällige Typ. Und wenn ich ihr dann rote Lippen sage, das war jetzt zu viel. Deswegen muss man dann eine gute Empathie zum Menschen haben und zum Gefühl, zum Stil. Ich hatte auch mal Desiree Nick. Und sie ist ja auch nicht so einfach als Person. Die ist nicht auf den Mund gefallen, sagen wir genau, es mal so. Genau, und da hatte ich wirklich schon geschwitzt, oh Gott, wenn sie mich jetzt hier runden. Ja, und es war eher positiv, weil sie ein Gespür hat, wer ist Profi. Und wenn sie merkt, oh, sie kann das. Sie fängt erst mit Desinfektion an. Sie fängt an, sich meine Haut anzugucken. Was will sie wirklich? Und dann lässt sie einlaufen, dann ist sie Hunter. Welcher Promi war der blödeste Promi? Der blödeste. Ich will da niemanden reinraten. am schwierigsten sind immer die Designer, weil die natürlich sehr viel Stress haben. Druck im Hintergrund, da die 30 Models ihre Klamotten zu präsentieren. Da schmeißen die schon mal die Fetzen und da geht es hinten Backstage schon mal rund. Aber ja, grundsätzlich fand ich alle Promis sehr nett und höflich. Ich frage mal gleich nochmal nach, während der Clip läuft. Vielleicht sagst du da mehr. Jede Frau ist schön. Das ist meine tiefe, feste Überzeugung. Ich bin ja eher der Fan von Frauen ohne viel Make-up, muss ich sagen. Aber kann es sein, liebe Alicia, nochmal herzlich willkommen, kann es sein, dass die jungen Damen immer mehr es damit übertreiben oder kommt es mir so vor? Ich finde es auch. Es wird immer stärker und intensiver. Es wird ja Tages-Make-up schon zum Abend-Make-up. Und das ist die Kunst, natürlich einfach die Schönheit zu unterstreichen. Und nicht, weil dieses Draufpappen, das kann halt jeder. Und diese Mädels sind halt überfordert und wollen viel, 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 weil jetzt auch viel mit den Transvestie-Shows sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich davon die Inspiration holen. Ich finde es einfach auch viel zu viel. Ja. Gerade für so junge Mädels, die eine tolle Haut haben. Ja? Die brauchen nicht so viel. Ich frage mich auch, warum man mit 18 aussehen muss wie 48. Ja, das stimmt. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Sorry, das ist jetzt eine offene Kritik. Ihr könnt es auch als Kritik auffassen. ich stehe auch dahinter. Es gibt aber etwas, was ich sehr, sehr cool und sehr spannend fand. Leider durch Corona ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Du hast in 4 Folgen bei Let's Glow die Make-up-Challenge-Show auf Vox ja als Jurorin agiert. Dann kam leider Corona. Ich habe dasselbe Problem. Ich habe auch keine Maske bei Hamburg 1. Ich sage das immer wieder, weil die Leute immer sagen, ist doof ohne Make-up. So, aber wir hoffen, dass es nach Corona wieder weitergehen darf und kann. Erzähl mal ein bisschen von dieser Phase. Wie war das denn so? Ich glaube, das war doch dein erster Auftrag als Jurorin, oder? Meine erste Fernseherfahrung vor allem. Also ich habe damals mit Claudia Schiffer mal einen tollen Dreh gehabt. Aber da war es wirklich 14 Tage am Stück, 10 Stunden Dreh. Da habe ich schon gedacht, das ist schon ganz schön sportlich. Aber super spannende Zeit. Wir hatten 4 Kandidaten. Und die haben dann eine Challenge von 30 Minuten bekommen und mussten einmal sich selber schminken. Und danach kam die zweite Challenge und dann mussten die das an Modell schminken. Und waren das Profis? Nein. Es waren keine Profis, es waren Instagrammer, es waren Mädels, die Lust hatten auf Make-up. Quasi so eine Entertainment-Casting-Show. Also genau. Man musste nicht die Voraussetzung gleich mitbringen und fertig sein. Okay. Jeder, der Lust hat, konnte da einfach sich bewerben und mitmachen. Und jeder, der überzeugt war, dass er gut ist und sich unter unsere Jurorenmeinung zwängen konnte, ja, das war dann eine super Zeit. Und die Mädels haben schon in der Show sehr geschwommen. Die haben dann doch gemerkt,
oh, es ist doch nicht so einfach, am Modell zu schminken oder was die alles da auf den Fashion-Shows zaubern. Dann haben die sich erst die Bilder, ach, das kriege ich ja mit links hin. Und am Ende sind die, also einer hat sogar geweint, weil sie völlig fertig mit den Nerven war. Echt? Ja. Die haben sich so viel Druck aufgebaut und dachten, ach, ich kann das. Aber am Ende, nee, dann doch nicht. Und da kann man sehen, dass es keine Make-up-Artisten sind, dass es doch nicht so ein einfacher Beruf ist, wie viele denken. War das ein Instagrammer? Ja, auch. Oh. Oh. Ehrlich? Ja, ja. Ja, im Nachhinein hat sie dann ein, zwei Make-up-Challenge zu Hause nachgemacht, in Ruhe, mit zwei Stunden, mit Schneiden, mit hier und dann war es schön. Nur wenn man da die 30 Minuten Druck hat und überhaupt nicht weiß, welche Texturen nehme ich, wie fange ich das überhaupt an. Aber danach hat sie sich damit wirklich beschäftigt und zu Hause das trainiert und dann hat sie es auch hinbekommen. Aber da kann man sehen, wir müssen aber auf Zack, wir müssen sofort das schminken können. Also wir haben nicht Zeit, nach Hause erstmal zu gehen, um erstmal zu trainieren, ob ich es hinbekomme. Von daher, da merkt man schon den Beruf, dass man da auf Zack sein muss. Das wäre nämlich meine Frage, weil ich weiß ja, wie es bei uns ja, in der Maske aussieht. Ja. Da hat, also bei uns hat die Maske keine halbe Stunde. Halbe Echt? Stunde ist sogar sehr großzügig, wenn ich das mal sagen. Also ich glaube, bei uns liegt so absolut Durchschnitt 15 Minuten. Ja. Musst du fertig sein. Ja. Sorry, ja. Die nächste Sendung wartet, der nächste Gast wartet. Die Fotografen, die gucken auch schon, Zeit ist Geld. Ne? Wir müssen die Katalog-Shootings durchshooten. Du hast 30 Minuten Zeit und mach mal. Und dann noch kreativ sein, um das Passende zu finden, was jetzt gerade zum Mädel passt. Und einen passenden Hautton auf die Schnelle zu finden, das ist schon eine Kunst. Wer saß da noch mit in der Jury eigentlich? Boris Entrup war auch Juror und wir haben das zusammen gemeistert. Ja. Mit dem arbeitest du ja schon sehr lange zusammen oder immer wieder. Also ja, die Wege schneiden sich bei euch, ne? Ja, irgendwie witzigerweise schon. Wir sind ja beide Hamburger. Und ja, wir haben auf der Fashion Week uns kennengelernt. Auch da war ich jung, 23. Und seit 15 Jahren. Also vor drei Jahren? Ja, genau. Und ja, seit Jahren machen viele Shootings zusammen. Und ja, das war das Tolle, dass wir jetzt auch die Let's Glow Show zusammen machen durften. Mhm. Das war natürlich ein Vorteil für uns, wenn man sich schon kennt. Dann ihr wart nur zu zweit gewesen. Genau. Eine Frage habe ich dennoch, jetzt, weil wir jetzt in dem Bereich Medien und Unterhaltung sind. Die bekanntesten Make-up-Artists sind sehr oft Männer. Ja, oder kommt es mir so vor? Ja, ich dachte, eigentlich ist das doch ein... Entschuldigung, jetzt soll das nicht rassistisch oder hier... Ja, selbst da dominieren sie uns. Ja, aber ich dachte, das ist doch eher etwas Weibliches, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Ja, irgendwie... Also, meine also nicht, Theorie, dass ich jetzt antifeministisch klinge oder so. Meine Theorie ist, dass die Männer halt... vom Grund auf die Themen lernen, also das Make-up. Weil wir Frauen immer schon an uns selber rumexperimentieren als junge Mädels. Und ich glaube, ein Mann geht da ganz anders ran, weil er denkt, okay, da habe ich eine Haut. Der muss von Anfang an, der hat sich ja nie mit Make-up beschäftigt. Und der lernt das wirklich von der Pike an. So ist meine Theorie. Okay. Und natürlich sind da viele vom anderen Ufer, also die sind schwul, die können super, ja, jemand betüddeln und nochmal das Ganze drumherum. Und wenn eine Frau von einem Mann hört, hey, du siehst toll aus, dann schwebt sie ja gleich. Und wenn eine Frau das sagt, dann ist oh, immer dieser ja, Zickenkrieg. Ja. Zickenkrieg und nein, oh ja, du hast recht, guck mal, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ah, okay, das ist ein Argument. Das wäre so meine Theorie, aber ich weiß auch nicht, ja, es gibt viele Männer, die wirklich gut in dem Job auch sind als Make-up-Artist. Boris Entrup gehört definitiv zu den bekanntesten in unserer schönen, im Land, Hamburger. Jetzt ist natürlich das Problem dadurch, dass natürlich Corona jetzt da ist, Fashion-Shows. Fällt alles weg. Mir ist von heute auf morgen alles weggebrochen. Und das natürlich ja als Selbstständiger, da steht man erstmal da, oh Gott, was machst du denn jetzt? Gibt es jetzt so Perspektive, wann geht's weiter, wie geht's weiter? Ja, das wissen wir ja alle nicht. Wie geht's weiter? Und ja, ich gucke jeden Tag schon, oh, wann hören die endlich auf mit dem? Ich denke immer, das ist ein Albtraum und ich wache irgendwann auf und es ist wie früher. Aber leider nicht. Und deswegen habe ich arbeite nämlich auch in einem Fernsehsender und da habe ich gefragt, habt ihr vielleicht andere Ideen für mich, was ich mich da irgendwie ja, entwickeln kann oder irgendwas anderes arbeiten kann? Und dann haben die gesagt, doch, wir haben eine Beauty-Serie, da würdest du gut reinpassen. Und da durfte ich mitmachen. Und darüber werden wir gleich reden. Licia kommt aus ursprünglich Polen, richtig? Ursprünglich, ja, genau, aus Polen. Das heißt, aber du bist hier geboren, oder? Ja, ich bin hier geboren, groß geworden. Hamburger Dirn? 100%? Ja, nee, ich bin zugezogen, sagen wir es mal so, ja, aus einem kleinen Dorf. Wo bist du? Wahlhamburgerin. Wo bist du auf die Welt gekommen? In Posen, in Polen. Ah, also, ach so, okay. Also ich war eins, zwei.
So wie ich. Ich hatte keine Entscheidung. Mach's immer wie ich, wenn die Leute fragen, wo bist du geboren? Ich sage immer, fast hier geboren. Ja, fast hier geboren. Ja, habe ich fast richtig gesagt. Auf dem Weg hierher. Genau. Und dann, wo bist du groß geworden? In Goch, das ist ein kleines Dorf an der holländischen Grenze. In was? Goch. Goch. Holland. Aber ja. Das war noch Deutschland, oder? Das ist noch Deutschland, aber 5 Kilometer nach Holland. Okay. Ja. Das heißt, wenn das ein kleines Dorf, hattest du quasi eine beschauliche Kindheit? Ja, sehr behütet. Also da ist wirklich alles ländlich und die Kühe und alles ist friedlich und toll. Aber ich brauche den Großstand. Wann wusstest du eigentlich, dass du Make-up-Artist werden möchtest? Ach, ziemlich jung. Ich war 14, 15, habe immer die Mädels durchgestylt und habe mir immer die ganzen Promis angeguckt und auch die Videoclips, weil die finde ich immer klasse, wie die da gestylt sind. Und da habe ich gesagt, so, das will ich mal machen. Und das war schon ziemlich im jungen Alter klar. Und das war auch der Grund, warum du nach Hamburg gezogen bist? Ja, genau. Und dann dachte ich, naja, in einem kleinen Dorf kannst du ja nur Kühe schminken. Die Frau von nebenan, die dann deswegen, nee. Und dann habe ich gedacht, dann brauche ich eine Großstadt. Und dann hat es mich wirklich nach Hamburg gezogen, weil es eine der schönsten Städte ist. Und ja, hier die meisten Produktionen natürlich sind. Deswegen Hamburg. Eigentlich müsste man, das sind genau diese Momente, wo die Sendung eigentlich schon beenden müsstest. Sie hat gesagt, eines der schönsten Städte. Ja. Eines. Oh, da kam mein Deutsch gut rüber. Ja, daran merkt man, zugezogen. Aufgeregt. Die schönste Stadt heißt es. Ja. Wir Hamburger sind ziemlich starke Lokalpatrioten. Hast du das immer noch nicht bemerkt? Ja, gemerkt? Das stimmt. Unglaublich, ne? Diese Pfeffersäcke denken so, Hamburg, die geilste Stadt der Welt. Ist es auch. Aber auch wir haben unsere Problemchen und Problemtöne. Ja. Apropos Problemzone, die wir natürlich nicht haben, außer Corona-Zeit leicht zuzulegen. Aber da, naja, ist so. Ein anderes tolles Projekt, wir haben es eben gerade zu Beginn kurz gesagt. Genau. Man sagt im Türkischen nicht umsonst, eine Tür geht zu, eine 10.000 oder 1.000 weitere Türen gehen auf. Und jetzt bist du beim anderen TV-Sender gelandet, kann man ja sagen, Channel 21. Und da hast du jetzt... Genau, da habe ich, weil... Ja, als Modell, Gastmodell, wie man das so nennen kann, mit agieren dürfen, live auf Sendung. Das ist so ein kleiner Verkaufssender, muss man dazu sagen. Und der Sebastian Böhm hat seine eigenen Haarstyling-Produkte und Make-up-Produkte entwickelt. Und da durfte ich ihm unter die Arme greifen, weil er präsentiert das immer an Modellen. Mhm. Und die dürfen wir ja gerade nicht anfassen. Ich vergesse das schon. Ich habe schon wieder vergessen. Du hast recht. Okay, ja. Und deswegen haben die gesagt, okay, Alisa, du bist ja Make-up-Artist. Du kannst es ja am besten präsentieren, wie man die Produkte anwendet. Also nehmen wir dich noch dazu. Ah, das heißt, du sitzt da und wendest es bei dir selbst an. Genau, der Sebastian erklärt seine Produkte, die Inhaltsstoffe. Und ich zeige, wie man das anwendet, wie das funktioniert am schnellsten, Tipps und Tricks. Das ist ja eigentlich auch spannend für die Zuschauer, mal was Neues, weil sonst machen es die Modelle, die sitzen da nur und dann kommt Sebastian. Mhm. Und so kann man das sehen, ey, man kann auch selber das anwenden, geht ja auch schnell und ja, ist eine super Sache. Und ich weiß, du hast etwas mitgebracht, weil wir vorhin uns darüber unterhalten haben. Ja. Du lernst ja als Moderator heutzutage ja alles. Du lernst sogar als Moderator, dich zu schminken. Zu solchen Zeiten musst du jetzt. Es führt keinen Weg vor. Und es ist sauschwer, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, den richtigen Farbton zu deinem Hauttypen zu finden. Ich glaube, ich habe meinen gefunden, obwohl ich immer noch leicht glänze. Aber du hast ein Produkt mitgebracht, das ist, wir erzählen es mal. Das ist Mega-Lösung, nämlich es ist auch eine Lösungsmöglichkeit für mich. Für alle, weil ich meine, auch wenn die Sonne scheint, verändert sich die Haut, man wird brauner, man hat dann immer 10.000 Make-up stehen. Und viele Damen, weiß ich, zu Hause, die müssen jetzt online auch shoppen und denken, oh Gott, welche Farbe nehme ich denn? Ich kann es ja gar nicht testen. Richtig. Und in Zukunft darf man auch erstmal nicht an die Tester und dann kauft man immer eine falsche Farbe. Und da habe ich das tolle Produkt bei Sebastian Böhm entdeckt und es ist erstmal weiß. Bevor du das machst, vielleicht können wir das kurz ein bisschen close nehmen. Wenn das geht natürlich. Ja, guck mal. Siehst du? Da. Es ist erstmal weiß. Genau, so. Das ist, jetzt kommt nämlich der Trick. Deswegen wollte ich es unbedingt close haben. Und jetzt? Und wenn man es verreibt mit der Fingerwärme, passt es sich jeden Farbtyp an. Zertack. Siehst du? Cool, oder? Sieht knackig aus und es hat gekauft. Sorry, aber eine geile Idee. Eine tolle Sache für alle zu Hause, gerade die ihren Make-up-Ton nicht finden. Ein kleiner Tipp am Rande. So funktioniert es bei der richtigen Make-up-Artistin.
Gibt es einen Unterschied? Make-up-Artist ist weiblich, männlich, Make-up-Artistin? Ich sage auch immer Make-up-Artist nur. Ja, ne? Ja. Make-up-Artist. Make-up-Artist Alicia Lisiak. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir hoffen dann, dass wir diese Zeit gemeinsam gut und schnell überstehen und hoffen, dass dann die Projekte wieder anlaufen. Hoffe ich auch. Wir drücken dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Aber Challenge 21? Genau, das läuft noch weiter. Das läuft ganz normal. Genau. Da können wir dich sehen. Da kann man mich sehen mit Sebastian Bröhm-Produkten. Gibt es da bestimmte Uhrzeiten eigentlich? So vielleicht 5, 5, 5? Man kann immer auf Channel auf die Seite und dann kann man sehen, Okay. Welche Uhrzeit. Alles klar. Also. Auf die Website und dann könnt ihr mal gucken, wann alles hier on. Ansonsten auf mein Instagram, da poste ich natürlich. Insertieren wir sowieso Alicia, habe ich glaube ich auch schon insertiert. Ne? Genau, Alicia Lisiak zusammengeschrieben auf Instagram zu finden. Ich markiere sie natürlich auch heute noch.